23. Februar 2016. Cyberangriff auf ein Krankenhaus. IT-Systeme heruntergefahren. Erpressung des Krankenhauses durch kriminelle Hacker. Das FBI ermittelt. Und auf der Intensivstation sterben Patienten durch ferngesteuerte Beatmungsgeräte und Medikamente. All das ereignete sich am 23. Februar vorletzten Jahres um 21.15 Uhr auf RTL in der US-Serie CSI Cyber. All das ereignete sich genauso 13 Tage vorher, am 10. Februar 2016 bei uns im Lukas-Krankenhaus in Neuss. Auch wir wurden angegriffen. Auch bei uns waren in der Folge des Angriffs alle IT-Systeme heruntergefahren. Auch wir wurden erpresst. Auch bei uns ermittelte das FBI. Nur eines passierte dank G-Data bei uns nicht. Bei uns musste infolge des Angriffs kein Patient sterben und auch die hochsensiblen Patientendaten wurden zu keinem Zeitpunkt kompromittiert. Das Motto, meine Daten bleiben in Deutschland, bewahrheitete sich also. Und das ist alles andere als selbstverständlich, denn mit Gesundheitsdaten wird im Darknet mehr Geld verdient als mit geheimen Kontoinformationen von Kunden der Sparkasse Bochum. Und weltweit wird mit Cybercrime mehr Geld umgesetzt als im internationalen Drogenhandel. Für das BKA stellt Cyberkriminalität die größte Herausforderung direkt hinter dem islamistischen Terrorismus dar. Sehr geehrter Herr Minister, Herr Oberbürgermeister, Herr Figger, Herr Lüning, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, hier und heute sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen, bei dem Unternehmen, das uns aus der größten Krise unserer 107-jährigen Geschichte geführt hat. Wer die Chancen der Digitalisierung nutzen möchte, der muss ihre Risiken und Nebenwirkungen kennen. Und diese sind uns im Februar 2016 auf dramatische Art und Weise vor Augen geführt worden, als uns ein Computervirus außer Gefecht setzte. G-Data war unser Arzt, stellte die richtige Diagnose, sorgte für eine hochwirksame Therapie und machte uns so wieder gesund. Danke, G-Data. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagt man bei uns im Rheinland. Und der 10. Februar 2016 war ein Aschermittwoch und leitete eine wochenlange digitale Fastenzeit ein. Ein hochgradig durchtechnologisiertes Krankenhaus mit einer Nuklearmedizin, mit zwei Linearbeschleunigern, mit 4 Herzkatheter-Messplätzen, in dem verschiedene Vorzeigeprojekte der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen erfolgreich umgesetzt worden waren, wurde von jetzt auf gleich vom Automatikbetrieb in den Handbetrieb umgestellt. Am frühen Morgen war es zu ersten Verzögerungen in den bildgebenden Systemen unserer Radiologie gekommen und als wenig später auf den ersten Endgeräten Lösegeldforderungen der Cyberkriminellen auftauchten, war klar, ein Virus ist da. Nun, mit Viren kennen wir uns im Lukas-Krankenhaus normalerweise sehr gut aus, aber eben nicht mit Computerviren, weswegen wir unmittelbar nach dem Auftreten der ersten Symptome einen Krisenstab ins Leben gerufen haben. Und die erste Entscheidung dieses Krisenstabes bestand darin, das LKA, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und G-Data zu engagieren und dieses Trio einzuschalten, war eine der besten unternehmerischen Entscheidungen in meinem bisherigen Leben. Mit dabei war eine Mitarbeiterin von G-Data mit dem Namen Marion Marschalek
Sie ist Österreicherin und meines Wissens nicht mehr bei Ihnen beschäftigt und ihrer Heimat zurückgekehrt. Der ein oder andere wird sie kennen. Für diejenigen, die sie nicht kennen, kurze Personenbeschreibung. Am ganzen Körper tätowiert. Sie ist ein Shootingstar der europäischen Hacker-Szene, hat den französischen Staatstrojaner entschlüsselt und hat sich die Zahlenkolonnen ihres ersten Projektes auf die Arme tätowieren lassen. Bei uns im Krisenstab hatte sie relativ schnell den Spitznamen Lisbeth Salander weg, nach der Protagonistin der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Und wenn sich Lisbeth im Krisenstab mit den Cybercops vom LKA unterhalten hat, habe ich kein Wort verstanden und mich gefragt, in welcher Programmiersprache die miteinander sprechen. Jetzt habe ich Ihnen im Rahmen des Prologs zu meiner Laudatio auch gesagt, dass auch das FBI bei uns ermittelt hat. Wie kam es dazu? Nun, alleine im Februar 2016 kam es hier in Nordrhein-Westfalen laut unserer damaligen Landesgesundheitsministerin Barbara Steffens zu 28 dokumentierten Cyberangriffen auf Krankenhäuser. In der Presse wurde ein Gesamtzusammenhang vermutet und wildeste Verschwörungstheorien wurden gesponnen. Mittlerweile wissen wir, dass diese Angriffe höchstwahrscheinlich nicht miteinander zusammenhingen. Es gab aber einen Cyberangriff auf ein Krankenhaus, der mit dem auf das Lukas-Krankenhaus sehr gut vergleichbar war, nämlich den auf das Presbyterian Medical Center in Hollywood. Dort ermittelte das FBI und stimmte sich hinter den Kulissen eng mit dem LKA in Düsseldorf ab. Und auch G-Data war an dieser Zusammenarbeit intensiv beteiligt. Die Geschäftsführung in Hollywood hat sich im Übrigen dazu entschieden, das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Unterschiedlichen Medienberichten zufolge zwischen 3 Millionen US-Dollar und 17.000 US-Dollar, umgerechnet in Bitcoins. Das Lukas-Krankenhaus hat auf dringendes Anraten der Behörden und von G-Data das geforderte Lösegeld nicht bezahlt, insbesondere um unsere Zahlungsbereitschaft nicht unter Beweis zu stellen, denn bei den Hackern haben wir es in der Regel nicht mit dem pickligen Milchgesicht zu tun, im Kapuzenpullover, das vom Kinderzimmer aus Hackerangriffe startet, sondern mit der organisierten Kriminalität. Und diese Cyberkriminellen gehen ähnlich perfide vor wie in einem Franchise-System und geben einen Schadcode von Hacker A an Hacker B weiter, verbunden mit dem Hinweis, dass ein Opfer das Lösegeld gezahlt und mithin seine Zahlungsbereitschaft unter Beweis gestellt hat. Und auf Basis dieser Erfahrung in Deutschland hat auch das FBI im Mai 2016 umgedacht und empfiehlt seinen Mandanten seitdem, das Lösegeld nicht zu bezahlen. Wir kamen uns vor wie in einem Hollywood-Thriller, hätten aber gut darauf verzichten können, in diesem eine Hauptrolle spielen zu müssen. Oscar-verdächtig war die Rolle, die G-Data in diesem Film gespielt hat. Und die Zeiten haben sich geändert, meine Damen und Herren. Es ist nicht mehr so, wie wir das aus dem guten alten Tatort kennen. Man trifft sich an der Autobahnraststätte Wildeshausen West und dann gibt es einen Koffer voller Geld im Austausch gegen die Geisel. Die Zeiten sind vorbei. Die modernen Erpressungen spielen sich hochgradig virtuell im Cyberspace ab und deswegen ist es gut, dass es Firmen wie G-Data gibt. Bei uns kam es, wie gesagt, zu keiner Kompromittierung von Patientendaten. Das ist ein Verdienst von G-Data und der Behörden. Und deswegen bin ich froh und stolz, dass Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vossoff am 6. März des vergangenen Jahres im Deutschen Bundestag von der Best Practice Lukas Krankenhaus gesprochen hat. Und in den Wochen der Krisen ist es uns sogar gelungen, noch mehr Patienten bei uns im Lukas Krankenhaus zu behandeln als im gleichen Vorjahreszeitraum. Es sind uns keine nachhaltigen Schäden entstanden. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und G-Data von einem hohen Maß an Vertrauen geprägt. Und an dieser Stelle nochmals mein riesiges Dankeschön. Operation Zukunft. Wohin geht die Reise, meine sehr verehrten Damen und Herren? Nun,
Das Gesundheitswesen steht durch die Digitalisierung vor einem echten Paradigmenwechsel. Und ich spreche hier nicht von Fitnessarmbändern und einem ähnlichen Schnickschnack. Das ist noch lange keine digitale Revolution. Ich spreche auch nicht darüber, dass immer mehr Patienten zuerst ihren virtuellen Leibarzt Dr. Google konsultieren und der Krankenhausarzt dann nur noch für die Zweitmeinung zuständig ist. Nein, ich spreche zum Beispiel über 3D-Drucker, mit denen menschliche Organe und Kniegelenke reproduziert werden können. Die Mayo Clinic in den USA hat im November des vergangenen Jahres eine Studie veröffentlicht, die zu einem dramatischen Ergebnis kommt. 20% der ärztlichen Diagnosen sind falsch. Außerhalb des Lukas-Krankenhauses natürlich. Der Supercomputer IBM Watson enthält das Lehrbuchwissen aller medizinischen Fachbücher dieser Welt und sein Wissen verdoppelt sich alle paar Wochen. Watson wird Ärzte zukünftig dabei unterstützen, diese 20% Lücke zu schließen. Und durch Big Data Analysen wird es möglich sein, Krankheiten zu heilen, die zurzeit noch als unheilbar gelten, und schenkt man Zukunftsforschern Glauben, wird es bereits in wenigen Jahren möglich sein, für unter 100 Euro die komplette menschliche DNA zu sequenzieren und einem Menschen genau aufzuzeigen, in welchem Alter er mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Krankheit erleiden wird. All das sind losgelöst von einer medizinethischen Diskussion, denn es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen, fantastische Entwicklungen, die sich positiv auf unsere Lebensqualität und unsere Lebensdauer auswirken werden. Es wäre fatal, wenn diese Zukunftstrends durch fehlende IT-Sicherheit in die falschen Bahnen gelenkt würden. Und deswegen ist es gut, dass es G-Data gibt und an Sie alle der Hinweis, nicht erst zu G-Data gehen, wenn Sie in der Krise stecken, wenn das Virus ausgebrochen ist, sondern vorher, denn nicht nur in der Medizin gilt, Prävention ist besser als Rehabilitation. Damit auch in Zukunft das Motto gilt, meine Daten bleiben in Deutschland. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein kurzer Hinweis, denn seit 25. Mai gilt nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Europa die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und immer wenn es um Datenschutz in Deutschland geht, habe ich das Gefühl, dass hier Paranoia ausbricht. Eine aktuelle Studie bringt zum Ausdruck, dass jeder vierte Arzt die Digitalisierung, die Vernetzung des niedergelassenen ambulanten Bereichs und des stationären Krankenhausbereichs ablehnt. Und der ein oder andere von Ihnen wird sich selber auch bei der NSA-Affäre Gedanken gemacht haben, was passiert mit meinen Daten. Ich selber habe Freunde im Bekanntenkreis, die schlaflose Nächte hatten. Dabei lieben wir Menschen es, unsere Daten freiwillig im Internet preiszugeben, in den sozialen Medien zum Beispiel. Und es gibt eine App, healthvana.com, da kann ich meine intimen Geschlechtskrankheiten eingeben, speichern und mit meinen Freunden teilen. Eine Dating-App, die sich insbesondere in den USA allergrößter Beliebtheit erfreut. Insofern gilt vielleicht doch, dass man hin und wieder ein bisschen gelassen sein sollte. Zum Abschluss gestatten Sie mir ein paar persönliche Worte. Es ist 22 Jahre her, dass ich meinen Heimathafen Hamburg verließ und ins Ruhrgebiet kam, um hier zu studieren. Ich bin gelernter Beton- und Stahlbetonbauer und in der Bochumer Robertstraße fand ich ein Handwerksunternehmen, für das ich tätig sein konnte, um mein Studium zu finanzieren. In dieser Zeit verbrachte ich viel Zeit, auch abends im Bermuda-Dreieck, wo ich das Leben genoss. Herr Oberbürgermeister, ich war auch regelmäßig beim VfL Bochum, dem heutigen Premium-Partner der Firma G-Data. Und in dieser Zeit lernte ich die Mentalität der Menschen kennen und auch schätzen. Und in dem Zusammenhang denke ich immer an eine Anekdote, die auf den Bochumer Comedian Hannes Bender zurückgeht. Hier in der Königstraße, an einer Ampel, traf er eine junge Mutter, die zu ihrer Tochter sagte, Jacqueline, das heißt nicht, gib mich mal die Pommes, das heißt, gib mich mal die Pommes, bitte. Und da
wo sich diese Anekdote zugetragen hat, steht heute der G-Data Campus. Und das Motto ist Trust in German Sicherheit. Das ist sprachlich zwar auch nicht ganz korrekt, drückt aber aus, wie hervorragend der Strukturwandel gelungen ist. Die Zukunftstechnologie der Vergangenheit war der Bergbau, die Zukunftstechnologie der Gegenwart ist die Digitalisierung. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass Bochum dank G-Data auch hier ganz vorne mit dabei ist. In diesem Sinne, Chapeau, Shampoos auf den Campus, herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Noch. Noch eine kurze Anekdote von meiner Mutter, lebt in Hamburg, 78 Jahre, also alles andere als ein Digital Native. Aber sie hat auch einen Computer, einen Laptop und als ich sie vor 4 Wochen besuchte, bat sie mich, einige Konfigurationen an ihrem Laptop zu verändern und ich sprach sie vorher an und sagte, Mama, hast du eigentlich auch an das Thema IT-Sicherheit gedacht? Da guckt sie mich an und sagt, IT-Sicherheit? Ich habe doch den Virenschutz von G-Data. Insofern ist meine Mutter auch da bestens aufgestellt. Und meine Damen und Herren, am Ende eines Vortrags ist es üblich, sich mit einer Folie zu verabschieden, auf der steht, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unternehmensberater, gerade Sanierungsberater, verwenden gerne eine Folie, auf der steht, das chinesische Schriftzeichen für Krise und Chance ist dasselbe. Wir haben es verstanden. Jetzt habe ich kein PowerPoint und ehrlich gesagt, ich war selber lange Zeit Unternehmensberater. Ich habe diesen Spruch nie verstanden. Ich fand ihn unangebracht, ich fand ihn affektiert, ich fand ihn dämlich. Ich muss mich korrigieren. Durch die Cyberkrise im Lukas-Krankenhaus bin ich eines Besseren belehrt worden, denn der Spruch stimmt. Denn uns sind auf eindrucksvolle Art und Weise unsere Schwachstellen aufgezeigt worden. Nur aus Fehlern lernt man und bei der Umsetzung hilft uns G-Data. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und fangen sich bloß kein Virus ein. Glück auf!